Hallo Leute, seid willkommen. Wir sind mal wieder euer Remi am Start in Fortnite. Und zwar sind wir hier und machen Daily Puzzle Escape Rooms Part 2. Escape Rooms in Fortnite. Wir wollten mal übrigens schon immer machen. Irgendwie kommen wir da garantiert ins Wasser hinein. Wir machen Raum 10 und 11 übrigens. Die anderen sind in anderen Videos zu sehen. Wir machen hier immer Versuche oder versuchen immer zwei Räume zusammenhängend in einem Stück zu machen. Ich bin genial beeindruckt. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und da hat sich Wishbone45 als Creator hier mal richtig Mühe gegeben. Das kann man nicht anders sagen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Kombiniert natürlich die schöne, feine Suche von Escape Rooms und Fortnite zusammen. Am Ende kann man hier noch auf die Wand da hinten kommen, wenn man da schnell und flink ist. So, wir hatten in den ersten Videos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, 10. Und jetzt kommt Nummer 11 und 12. Was ist denn los? Ah, da oben, da oben, da oben, nach oben geht's. Eine Tür mit einem Gitter, da können wir garantiert nicht durch. Wäre ein Schalter, wäre nicht schlecht, um abzuschalten. So, also müssen wir irgendwie... Wir können also auf die Lampen, okay. Da noch weiter? Ja, eher in Tatsache. Können wir also noch weiter? Müssen wir irgendwo durch? Ah, hier. Hier ist mehr Platz, definitiv. Aber ob das auch die richtige Richtung noch ist? Jedenfalls ein Ende. Müssen wir uns also wahrscheinlich erstmal hier die richtige Lampe suchen. Wo sieht es besser aus? Da oder da? Da ist ein großes Dreieck in der Mitte. Da können wir wahrscheinlich durchpassen. Genau, die anderen sind wenig anders rum alle. Dann schicken wir mal vorbei. Genau, da kommen wir nämlich nicht durch. Also wahrscheinlich diese Lampe. Okay, dann müssen wir mal ein paar Spuren. Okay, und von da aus vermutlich dann weiter. Ja, ja, springen hätte er natürlich doch schon noch müssen. Ja, irgendwie sind wir jetzt hier rein. Ach, wenigstens sind wir jetzt hier erstmal drin. So, also hier ist irgendwas. Können wir wieder durch, aber wir schauen uns mal erst um. Okay, wir können uns nicht weiter umschauen. Das würde ich jetzt rein. Okay, ein kleiner verbunkerter Zwischenraum. Okay. Nun ist die Wand weg. Okay, diesmal haben wir also auch Schalter zu benutzen. Muss nicht runterfallen. Da passen wir garantiert nicht durch. Vielleicht müssen wir jetzt, nachdem was explodiert ist, ja auch noch runter und von hier noch was machen. Warum stehen hier verschiedene? Okay, kommen wir jetzt besser hoch vielleicht? Ja. Können wir machen. Kann man hier irgendwo dahinter? Da ist ein Licht. Okay, das Licht ist von unten.
Brauchen wir hier wieder was so laut. Ja, okay, hinter die Tonnen können wir also hinter. Und zwar auf der Seite. Können wir noch kurz mal eine Markierung dran machen. Damit andere haben später den Weg auch noch wissen können. Und wir fallen natürlich klassisch über den Kack. Also hier ist wirklich so, wir können nur durch das Loch und oder auf der anderen Seite. Von da kommen wir ja, also da müssen wir nicht weiter, müssen wir hier durch. Schlängelmodus. Eine Kiste. Eine Kiste, eine Falle oder keine Falle. Eine Waffe. Wofür sollten wir jetzt eine Waffe brauchen? Okay, gibt doch mehr Waffen. Können wir auf irgendwas schießen hier. Hier ging's runter. Da war der Raum mit dem Laser. Da ist der Raum mit dem DSA, genau. Irgendwas Button hier oder was? Was? Schalter. Da muss ich hier irgendwo noch etwas. Vielleicht eine Lampe kaputt schieben. Unten ein Laser ist, wo es wahrscheinlich weitergeht. Kein passender Schalter ist. Dann bleibt ja nichts als nochmal hoch. Und irgendwas suchen, um das aufzubekommen. Aber vielleicht auf den Kopf verschieben. Kurz überlegt, und zwar sind wir hier auf der Lampe. Dann vorletzte Lampe. Also hier. Nicht wieder runterfallen. Da war doch vorne ein Dreieck, andersrum da vorne. Ja, nicht gleich wieder runterfallen. Da ist noch ein zweiter, genau. Warten von ihm mit Anlauf. Und sind dann wieder runtergefallen. Okay, dann ist er weg da und was. Ja, da haben wir mal wieder ein bisschen was knüppeln. Wofür auch immer wir eine Waffe brauchen. Fässer. Fässer nicht, Lampen nicht. Ach, da stürzt er gleichzeitig ab. Mensch, der soll doch kurz mal eine halbe Sekunde. Ja, doch vorhin auch geschafft. Ja, jetzt. Dann sind wir hier rum. Vielleicht müssen wir irgendwo schießen. Sind überall Schalter oder zumindest sieht es danach aus. Oder Lüftungsgitter. Weißen auch nicht. Hier hatten wir die Explosion gemacht. So. Dann sind wir dahinter. Haben wir irgendwas übersehen? Hier gibt es nur die Wache.
Verwaltung. Alles, was wir nur ankommen. Eigentlich müsste es ja an jeder Tür sein. Ah. Okay. Okay. Qual. Der Kasten. Aber weit der Kasten. Kommen wir da jetzt durch? Ja. Ja, ja, ja. So, also auf den kleinen Kasten schießen. Mit der Waffe allerdings. So, wie viele Räumlichkeiten gibt es hier? Verschlossen. Okay. Super, Leute. Wenn das jetzt nicht nochmal Fall ist, dann haben wir es geschafft. Sehr schön. Sehr schönes Ding. Wir sind durch. Dann auf in den nächsten Raum. Das war ja mal wirklich eine schöne Sache, ein bisschen zum Rumknifteln auch. Ja, meistern nicht den Fahrstuhl immer so halb und dann wieder zu. Irgendwas hat das da garantiert auch noch mit dem Aquarium und so. So, da ist der Fahrstuhl. Dann geht's los. So. Und hier oben haben wir schon schön die Räumlichkeiten. Wie gesagt, wir hoffen ja mal, dass wir hier auch noch auf die Tafel raufkommen. Und da. Voll der Legende. Wahrscheinlich muss man das wirklich an einem Tag durchziehen und dann schnell fertig werden. Wir hatten ja erst Raum 1, 2, dann 3, 4, 5, 6, dann die 7. Die 7 und 8, 9 und 10 und waren jetzt auch bei der 11, also kommt dann jetzt die Nummer 12. Ja, genau, kämpfen wir hier. Wo sind wir hier? Wir sind hier winzig. Vielleicht können wir irgendwas bewegen. Okay, wir können hier erstmal aufklettern. Dürrenbürger Küche. Okay. Sehr cool, gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Die Tische sehen auf Anhieb erstmal gleich aus. Auch alle gleich. Was das hier unterschiedlich immer rumliegt. Kommen wir da hoch? Ja, ja, hier kommen wir hoch. So, was haben wir hier für Gerätschaften? Gucken wir mal da. So. Regale, Kochpferd. Oh, da ein Löffel. Dahin kein Löffel. Und vor allen Dingen war eine so ein komische Mikrowelle, sag ich schon. Ja, Frittiermaschine, um mir was zu frittieren. Okay. Dann müssen wir garantiert irgendwo. Oh. Ah, wieso? Stehen die alle so weit ab von der Wand? Okay, okay. Steht alles ab von der Wand? Das ist ja komisch. Wer macht denn sowas? Natürlich gibt es da noch. Aber die sind eh 1 zu 1 immer unterschiedlich. Versuchen wir mal erstmal. Was ist hier? Ah, okay, da ist was. Wir haben was gefunden. Oh, da allerdings. Ja, ja, da kommen wir. So, jetzt sind wir hier im Lüftungsschacht unterwegs. Thank you.
Hier ist auch wieder ein Ende. Fällt auch erstmal nichts auf. Von hier sind wir gekommen. Da. Wir können hier durch das Spor durch. Okay. Okay, andernfalls kann man wahrscheinlich auch von dem hier gleich durch Spur durchgehen. Okay, das ist ja mal cool. Komm mal hier hoch. So, also wenn wir hier durch Spur durchgehen, gleich kommen wir. So, das ist ein Lüftungsschacht. Warum sollten wir denn hier in so einen kleinen Raum kommen? Da sieht es komisch aus. Ach, hier guck mal einer an. Wir können auch durch das Ding durchspringen. Okay. Cool gemacht. Pass mal auf. Da machen wir. Hoffentlich. Also, wir können da in den nächsten Raum. Und hier hin ist irgendwas an der Wand. Okay, damit sind wir. Wow. Können wir hier durchschlingeln. Und uns mit einer Richtung auf. Richtung oder die? Welche schöner? Gehen wir mal da. Stelle merken, sollten wir uns auf jeden Fall vom wo wir gekommen sind. Bevor wir uns noch berühren irgendwo. Aber okay, da ist Ende. Da ist es. Der Weg war es nicht. Dann muss der andere sein. Von Möglichkeiten gibt es ja nicht. So, und hier ist ja hier irgendwie frei. Also da können wir rum. Da können wir rum. Auf jeden Fall, also Leute, wer lässt sich sowas einfallen? Das ist ja genial. Wir können hier in der Küche und alles rum. Ach ja, wir haben auch schon geschafft. Sehr gut. Über die Lüftungsanlage kommen wir dann wirklich in den Raum rein. Das ist ja hervorragend. Hervorragend. Genial gemacht. Wie schon gesagt, warum hier auch mal eine 6 steht, das kann ich euch nicht verraten. Schreibt mir gerne mal was in die Kommentare. Ansonsten dachte ich an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Aha, wollte ein Graffiti da lassen. Nein, nein, anderes Mensch. Mach mal wieder. Genau. So. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir machen auf jeden Fall weiter und beim nächsten Mal müsste dann um 13 und 14 dran kommen. Also Leute, mir hat es auf jeden Fall definitiv viel Spaß gemacht. Und ja, kann man nicht anders sagen. An der Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.